Für mich war das Forum in diesem Jahr sehr besonders, weil es eben anders war als die anderen beiden in den letzten Jahren. Wir hatten ja einen Prozess, der der Veranstaltung vorhergegangen ist, wo wir in Fachgruppen gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern und der Open Education Community an ganz konkreten Ideen und Positionen gefeilt haben, uns in drei Calls wirklich 2 Stunden hingesetzt haben und wirklich inhaltliche Arbeit gemacht haben. Und das hat sehr großen Spaß gemacht. Und ja, ich fand es eine sehr tolle Erfahrung, so eng eben mit beiden Akteuren zusammenzuarbeiten und da wirklich auch von beiden Seiten zu merken, hier geht es um was und wir möchten das eben gemeinsam voranbringen. Also inhaltlich sind da sicherlich verschiedenste Dinge zusammengekommen von ganz, ja, konkreten Ideen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz ganz praktisch im Bildungsalltag besser genutzt werden könnte, auch ohne große private Datenmengen preiszugeben. Dann waren größere Ideen dabei, wie beispielsweise in regionalen Lernnetzwerken eine offene Lehre auch jetzt schon langsam eingeführt werden kann, indem eben mit außerschulischen Akteuren mehr zusammengearbeitet wird. Und dann waren große, ja, ich sage jetzt mal eher Positionen dabei, die jetzt vielleicht in sich nicht total neu waren, aber das Neue kam dann eben dadurch, dass man eben gemeinsam mit diesen Politikerinnen und Politikern, die daran teilgenommen haben, diese Position entwickelt hat. Und genau, das war schon ein großer Erfolg aus meiner Sicht.